Die nächste Runde in der Europa League steht an, wieder mit den österreichischen Vereinen. Rapid muss ein 1:5 in Tel Aviv gut machen. Diesmal können sie zu Hause spielen. Wie stehen die Chancen? Ja, es wird, wie man weiß, wieder ein sehr schweres Spiel, aber der Heimvorteil sollte ausreichen und ich glaube Rapid, dass sie zumindest 2:1 gewinnt. Ja, das ist eine ganz schwierige Partie. Das 1:5 steckt in den Knochen. Zudem hat Tel Aviv auswärts 2 Tore in Hamburg geschossen und zu Hause Glasgow geschlagen. Aber Rapid hat schon bewiesen, zu Hause auch 3 Tore schießen zu können, sogar gegen HSV. Deswegen tippe ich auf einen knappen, aber doch Sieg vor ausverkauftem Haus von Rapid. Sturm Graz bis jetzt eigentlich immer recht gut gespielt, trotzdem am Ende immer knapp. Keine 3 Punkte geholt, diesmal die Chance zu Hause gegen Panathinaikos. Ich bin fast sicher, dass es der erste 3 Punkte wird jetzt in der Gruppenphase für Sturm Graz. Die haben bewiesen, dass sie mit allen Mannschaften mithalten können und haben sicher den Ehrgeiz, noch weiter im Geschäft zu bleiben, und die werden das schaffen. Ich glaube, da wird der Erfolg da sein. Weil einmal muss es wieder gelingen, dass sie auch die Tore machen, die nötigen, und ich schätze schon, dass Sturm Graz gewinnt. 2 Clubs, die auswärts antreten müssen. Zunächst mal Red Bull Salzburg. Salzburg bis jetzt 3 Spiele, 3 Siege. Aber ganz ist man noch nicht durch. In Sofia sollte man noch punkten. Na, es ist wieder ein Auswärtsspiel. Das ist wieder ganz was anderes. Aber ich schätze schon, dass sie zumindest ein Unentschieden erreichen. Salzburg hat bewiesen, dass sie scheinbar mit der europäischen Spitze wirklich mithalten können. Sei es Villarreal, sei es Lazio. Wer Lazio auswärts schlägt, kann wahrscheinlich Levski auch schlagen. Bleiben wir patriotisch, sagen wir, Salzburg wird vielleicht die einzige Mannschaft sein, die noch 4 Spielen, auch 4 Siege am Konto hat in der gesamten Europa League, und das wäre doch was Außergewöhnliches. Das vermeintlich schwerste Los in dieser Runde von den 4 Vereinen, das hat sicherlich die Austria auswärts für Werder Bremen. Das stimmt, die Austria braucht das Wunder von der Weser, wie sie es selber sagen, aber auch die Austria hat bewiesen, die letzten 20 Minuten im Horststadion, dass sie gegen eine Spitzenmannschaft wie Werder Bremen, gegen eine deutsche Spitzenmannschaft, sogar 0:2 aufholen können. In Bremen geht es bei 0:0 los. Wird zwar total schwer, sie sind ein absoluter Außenseiter. Nur die Moral, die sie heuer schon bewiesen haben, die Violetten, wenn sie die auch jetzt im Weserstadion rüberbringen, dann ist sicher auch ein kleines Wunder drinnen. Auch wenn es wirklich eine Riesenüberraschung wäre, aber ich glaube, da halten alle österreichischen Fußballfans die Daumen. Es wird das schwerste Spiel. Also ich hoffe, dass Austria nicht aufgeputzt wird. Aber wenn sie einen guten Tag erwischen und der Gegner vielleicht, dass er die Austria unterschätzt, ist auch ein gutes Resultat möglich. Also vielleicht, wenn es einem Unentschieden gelingt, das wäre schon wie ein Sieg.